Schloss ruft ihn? Aber warum? Wir haben ihn auf der Straße liegen sehen. Niedergestreckt. Vermutlich durch Magie. Und er kam aus einem uralten Friedhof alleine? Das macht keinen Sinn. Aber waren da nicht zwei Spuren? Eben. Und eine hat uns vom Friedhof hier anscheinend hingeführt. Aber warum liegt diese Kreatur dann noch hier und wo kam sie her? Oder ist es diese Kreatur gewesen, die hierhin ist und die dann niedergestreckt wurde? Vielleicht von den Akademikern? Das wäre zumindest das Einzige, was ich mir erklären kann, aber die Akademiker müssen wissen, dass man einen Untoten nicht einfach auf der Straße liegen lässt, sondern dass man ihn mit Feuer vernichten muss, damit er auch wirklich liegen bleibt. Valla und Iron sind jetzt schon bei uns oder stehen sie noch beim Wagen hinten? Das wollte ich eigentlich halt die ganze Zeit sagen, aber ich habe nicht gewartet, bis jetzt mich hier zu Ende gesprochen wird. Nee, sind jetzt schon bei euch. Ich möchte nochmal eine Sinnesschärfeprobe machen. Oder ja, worauf? Something. Darauf, ob ich irgendwie feststellen kann, dass dieser Tote, wie frisch auch immer sein mag, aus diesem Grab kam. Oder ob ich irgendwie eine Verbindung da herstellen kann. Wäre das oder ob er wieder auferstanden ist und deshalb und dann zum Schloss rennen will, obwohl er nicht der Untote war, den wir eigentlich suchen oder gesucht haben. Währenddessen wird sich Lilina zu den beiden wenden und versuchen zu erklären, was wir gesehen haben. Also die Spuren haben uns zu einem Friedhof geführt mit einem leeren Grab, mit relativ frischen Blutspuren und nun, wir sind uns jetzt mittlerweile nicht mehr so sicher, ob die Spuren aus dem Grab hierher oder umgekehrt führen. Deswegen sind wir auch so schnell wieder zurückgekehrt. Mehr haben wir leider nicht gefunden. Super, also das heißt, entweder haben wir noch einen Untoten hier oder es ist dieser Untote. Super. Ich habe auch noch eines herausgefunden, aber jetzt sage ich besser, wenn die anderen wieder ein bisschen dabei sind. Das muss mit dieser Erscheinung zu tun gehabt haben. Die Erscheinung. Was meint ihr? Also ich bin jetzt schon noch beim Wagen. Also ich meine, es kann sein, dass wir so ein bisschen hinterher trotten, aber ihr habt jetzt erstmal den Untoten verfolgt, oder? Ach so, ihr seid noch beim Ich dachte, Story deswegen habe ich jetzt gedacht, ich habe es euch beiden erklärt. Habe ich das jetzt falsch? Ja, seid ihr nicht hinterhergekommen? Ich meine, habt ihr einfach nur zugeguckt, oder was? Aber dann ist abgesehen davon, dass der Bogenschütze einfach nur dasteht und zuguckt. Auch ja, wenn also, ich bin hinterhergegangen, also euch, also, du warst schon, ja, wie ich es meine. Ja, ja. Und Strobanov mit Wagen, samt Wagen bleibt allein zurück, oder wie ihr den jetzt verfolgt habt? Naja, wir waren ja nicht so weit entfernt, oder? Also ich glaube nicht, dass Kilometer es so weit entfernt ist jetzt, also bitte. Ist ja wohl, glaube ich, alles noch in Sichtweite. Wir sind 100 Meter weit gekommen, doch höchstens der Untote, oder? Ich meine. Machen wir es halt so, dass wir, also während ihr den jetzt erstmal verfolgt habt, sind wir noch mit Wagen und so hinterher und haben jetzt wieder aufgeschlossen. Okay. Hätte ich gesagt. Ja, sehr gut. Das klingt gut. Okay, also, was meint ihr für eine Erscheinung, Aion? Ich habe ein kleines Mädchen gesehen mit. Und ich fange erstmal zu stottern an, weil ich natürlich auch erstmal an Lena denke wegen der Puppe. Ich habe ein Mädchen gesehen und es hatte eine Puppe bei sich. Und es meinte, es wäre krank gewesen. Hatte blasse Haut und hat irgendwas Böses in sich gehabt. Und es meinte auch, das Böse wäre in diese Richtung, in die ihr aufgebrochen seid. Habt ihr nichts gesehen? Lina schluckt leicht und schüttelt mit dem Kopf. Die Lina war doch gar nicht dabei, wie soll sie das gesehen haben? Ich frage hier so ein bisschen in die Runde, jetzt die beim Friedhof waren. Ach so. So meine ich. Okay. Ja, sie schluckt halt leicht und schüttelt nur mit dem Kopf. Außer
Uns war dort nichts. Dort war absolut gar nichts. Alles, was ich dort wahrgenommen habe, war Verseuchung durch dämonische Magie. Nekromantie. Die auch von nirgendher wirklich kam, die war einfach dort. Das ist seltsam. Umso mehr wundert es mich, dass nur ein Toter aus dem Grab gestiegen ist und anscheinend womöglich diesen Untoten hier geschaffen hat. Eine Plage, und ich trete dem Untoten an den Kopf. Untot, who cares? Aber auf dem Weg zum Friedhof hatte ich plötzlich Schmerzen. Meint ihr, dass das doch damit zusammenhängt? Was meintet ihr, das Böse ist in unserer Richtung gewesen? Also auf dem Weg in unsere Richtung, oder? Ja. Irgendetwas Böses, was diesem Kind anscheinend auch vielleicht diese Krankheit oder so gebracht hat. Aber es hat leider, ich konnte nicht herausfinden, was es sich genau handelt bei diesem Bösen oder wer das angetan hat. Aber wenn ihr nichts gefunden habt, dann ja, sollten wir vielleicht erstmal in die Richtung weiter, wo dieser Untote hier hin wollte. Ich denke mal, dass auch das Schloss in der Nähe sein wird. Also, in anderen Worten, zurück zur alten Routine und einfach der Route folgen, die wir eh vorhatten. Toll. Nun, die Route hat mehr, als ihr glaubt. Ich wünschte, ich hätte mehr aus dem Mädchen herausgebracht. Ich weiß eigentlich, dass irgendwie jetzt einer von den anderen kurz reagiert, aber irgendwie, ja, ist mein Kommentar wahrscheinlich im Sand verlaufen. Super. Sorry, ich war gerade dabei. Ja, ist gut. Man hört dich. Ja. Ja, Walla. Das war der Kommentar nochmal. Sorry, ich hab's nicht mitbekommen. Ja, kurz der Hänger, Sekunde. Die alte Routine hat mehr als ihr glaubt. Was meint ihr damit? Ich guck, ob jetzt hier zufällig der Romanov da jetzt dabei ist, ob er das mitbekommt und so. Romanov. Komm ich jetzt an Romanov? Komm ich jetzt auf Romanov? War lustig. Es reimt sich so schön. Ich denke mal an Wodka, das ist das Ding. Genau, Prost. Oder ich glaube, weil ich letztens Avengers wieder geguckt habe. Könnte auch sein. Ja, das auch, ja. Den müssen wir auch nochmal gucken. Aber da steht sogar vor dir eigentlich, der Schloss Strobanov. Da siehst du sogar, wie es mit dem Mann schreibt. Stimmt auch. Ja, übrigens, die 6 war der Schaden, den ich genommen habe, von Nieves runterfallen. Sorry, das habe ich eben vergessen. Ah, okay. Ich weiß nicht, der Strobanov jetzt irgendwie im Wagen, nicht im Wagen oder was auch immer. Während ihr das so diskutiert, möchte ich nur kurz das noch sagen, während John sich überlegt, wo der Typ gerade ist. Gurtag nimmt das Schwert hervor, das wir letztens bekommen haben, und hält es in der Hand und versucht damit zu schwingen. Nur so nebenbei. So, wo ist Strobanov? Okay. Wo ist er? Strobanov, wir suchen nach ihm. Ist er auf dem Wagen, oder was? Genau, ja. Ja, ich will wissen, bekommt er unsere Unterhaltung mit oder so? Nee, nicht wirklich. Also kann ich frei rausreden? Ja. Der Wagen ist ja ein bisschen Absatz, sag ich mal. Wir haben uns ja da vorne bei dem Untoten versammelt. Ach, gut. Ja. Nun, ich habe mich ein bisschen mit ihm, sag mal so, unterhalten. Dabei habe ich einiges herausgefunden. Auch über eine altbekannte Freundin von uns. Waldelf schmunzelt so ein bisschen, wie er das Wort unterhalten von sich gegeben hat. Ich hoffe, ihr redet nicht von der Freundin. Oh, doch. Kurze Sache. Rulfi, sei still und denk mal nach, anstatt nur mit deinen Muskeln. Lina grinst bei dem Spitznamen übrigens Rulfi. Direkt übernommen. Wurde von verkneiflichen Kommentaren, war das einfach nur auf eine Antwort.
Entschuldigung. Ganz Herzwerk, ihr habt recht. Die Freundin, die uns im Stich gelassen hat. Na, Hema. Ja, anscheinend war sie mit dem Bruder in irgendeiner Hinweis, ich sag jetzt nicht liiert oder irgendwie mit irgendwie verbunden. Was genau, wissen wir nicht. Die haben sich auf jeden Fall gestritten, waren auf Abenteuer öfters gewesen und ja, beide verschwunden. Klingelt da was? Das war jetzt nichts Gutes für uns. Nicht nur das. Ich habe auch ein bisschen noch weiter gefragt über das Schloss und ja, hat er auch versucht, über die Kiste noch was herauszufinden. Er sagt, das sind so seine Eigentümer und so alles. Also groß habe ich da nicht viel gekriegt. Dazu, naja, das Schloss, er probiert es im Schuss zu halten. Die Bediensteten wurden alle gekündigt dort. Und ja, bevor die Magier es bekommen, also das, was Rulfan gesagt hat, probiert er da irgendwie was abzustauben. Auf jeden Fall wissen wir eins, dieses Schloss ist mit Fallen gespickt und sehr vielen Mechanismen. Das klingt sehr ungut für uns, vor allem da wir niemanden haben, der sich mit Fallen großartig auskennt. Wer weiß, was denn noch ist, ob noch vielleicht irgendwelche Zauber oder so noch da zugange sind. Ja, wenn oder welche Geheimgänge dort existieren. Wenn schon Fallen und so alles, wenn schon Fallen und so alles drin sind, also, wir werden viel Spaß haben. Nun, dann brauchen wir den hier auf jeden Fall nicht mehr und Gurtag schwingt das Schwert gegen den Untoten und versucht den Kopf abzuhaken. Um so ein bisschen damit zu üben. Ich habe keine Ahnung über die Werte vom Schwert, aber das bringt dich jetzt schon dazu, mir die Werte zu nennen. So viel, dass ich das Schwert... Oder du sagst einfach, wir hacken ihm den Kopf ab und gut ist. Aber. Ah, Jan wendet sich ab. Wir haben kein... Was genau hast du nochmal für ein Schwert in der Hand? Das war doch Schwert, dieses, was wir das letzte Mal bekommen haben. Ach ja, okay. Das war in irgendeiner Form magisch, stark magisch, aber du hast mir nicht gesagt... Also, aber es ist kein Skill drauf oder so, ne? Kein bisschen. Aber ich meine, der Untote liegt auf dem Boden, kann sich nicht bewegen. Das heißt, er kann nicht ausweichen. Das heißt, ich treffe automatisch. Ja. Fähigkeit erweckt Tote wieder zum Leben. Du kannst trotzdem würfeln. Das wäre geil. Ja, ob ich Eier und den Fuß abpacke oder was? Soll ich würfeln, oder wie? Das genau. Mal schauen, was es ist, ne? Irgendwie erinnert mich das. Irgendwie erinnert mich das an was. Letztes Silvester oder sowas. Ich weiß nicht, wie. Also irgendwie komme ich da nicht so richtig drauf. Egal. Okay. Erinnerst du dich nicht mehr, John? Oh. Ach doch, ich weiß es. Bei dieser Critters-Verfolgung oder was das war, glaube ich, egal. Ja. Wo ich mir fast selber einen Fuß abgehakt habe, war super. Sie ist dabei draufgegangen. Oh Gott, ja. Aber John, ja, ohne Werte kann ich darauf nicht würfeln. Beziehungsweise also ohne, dass du mir noch was dazu sagst, oder? Hm? Oder Moment, ich habe einfach nur keinen Dingswert, ne? Kein, wo ist denn das? Talentkampf. Ich habe Schwerter noch nicht mal. Ist doch ein steht das als Schwert? Das wurde gesagt Kurzschwert, glaube ich. Oder? Das ist ein Kurzschwert. Also ich meine, ja. Für einen Zwerg ist es ein Schwert. Also ein Kurzschwert. Ja, klar. Der ist einfach klein, aber zählt das unter Schwerter ein? Normal schon. Okay. Okay, gut. Ja, ich habe eh keine Werte. Ich trage mal 0 ab. Obwohl, nein. Ist es dann nicht automatisch die ATPA einfach nur? Nur kein Bonus, aber es ist immer noch mein genereller Attack- und Paradewert, oder? Das ist auf jeden Fall, du hast halt nur keine Modifikation drin. Sagen. Genau. Okay. Nur meine ATPA-Mod ist 0, aber der Wert passt. Außer man macht irgendwelche Erschwernisse wegen ungeübt. Ich weiß nicht, das müsste John entscheiden. Das wäre aber bei Raufen ja auch dann der Fall. Das ist irgendwie komisch, weil warum sollst du mit deinen Händen ungeübt schon sein? Also. Okay, ich hoffe, mein Makro funktioniert. Aber ich soll einen Angriff würfeln, ne? Ist richtig. Okay. Ich hab jetzt einfach mal kurz Schwert magisch genommen. Oh, I hate my life. Der nächste. Warum hab ich jetzt so ein scheiß Pech damit? Ich treffe nicht so ganz, ich spalte ihm den Schädel, dann kotzt Eon wahrscheinlich. Du hackst ihm wahrscheinlich erstmal ein Ohr ab oder so. Ja, weil ausweichen kann er nicht. Ich muss theoretisch treffen. Oder du rasierst ihn zu den Schnurrbart. Ja. Du hackst erstmal ein Ohr ab. Der Schnurrbart. Ah, hat es mit euch Trekking und Tod nie ein Ende und ich hack nochmal drauf.
Lilina, was soll ich machen? Ich will, dass es aufhört, sich zu bewegen. Lilina entfernt sich auf jeden Fall etwas, weil sie will keine Blutspuren abbekommen. Weißt du was? Pass mal auf. Das ist untoter Spritz, der mir fiel. Ich verdrehe kurz die Augen, weil ich ja hier den Zwerg so sehe, wie er unbeholfen mit dem Schwert hantiert. Zieh mein Säbel und will jetzt auch mal zustechen. Ja. Zu spät, nein. Echt jetzt? Jetzt wurde er wütend. Güte, ey. Ja, irgendwie muss man ja üben. Als alle mich so angucken. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Geht's euch jetzt besser? Ja, jetzt, wo ich wieder eine andere Waffe in der Hand habe, ein bisschen. Aber nicht sehr geübt damit. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, als ihr angefangen habt, mit dem Säbel zu üben, aber ich fand's ganz okay. Nun, ich hatte jemanden, der mir was beibrachte. Vielleicht... Seht ihr? Ich habe mir immer alles selber beigebracht. Warte, und dabei gucke ich jetzt ein bisschen verwirrt weg. Wieso verwirrt euch das so? Was ist los, Waller? Ihr schaut so nachdenklich rein. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob mir jemand das beigebracht hat oder ob ich es gelernt habe. Ich nehme übrigens derweil die Reste von dem Kopf, lege sie auf den Körper des Untoten und versuche mich daran, ihn anzuzünden. Wegen mir spreche auch ein Zaunelement, genau. Ist mir scheißegal. I don't know, irgendeine Feuerquelle. Wir werden wohl irgendwie ein bisschen Zunder haben. Ja, Fackeln werden wir doch dabei haben, oder? Haben wir Fackeln dabei? Ja, Fackeln muss man dennoch entzünden. Oder Feuersteine. Wir werden doch irgendwas haben, um Feuer zu entzünden. Ich meine, hallo, wir sind auf Reisen. Hat jemand einen Schleifstein? Ich meine, mit Funken eines auf Metall. Ein paar trockene Äste werden sich finden. Gibt's auch irgendwie Funken, oder? Mit einem Schwert, also ich meine, so Schleift. Gibt's auch Funken dann? Normalerweise nicht. Da muss schon Hardcore sein, aber wir werden ja wohl irgendwas haben. Ich spreche ein Zornelement, ist mir egal. Verballer ich halt all mein AE, aber das Vieh muss draufgehen. Okay. Der steht nicht mehr auf, dafür sorge ich. Okay, dann wenn wir nichts. Kann doch nicht sein, dass wir nichts zum Feuer jetzt. Ich hätte noch eine Idee. Wie wäre es, wenn wir unseren kleinen Gast fragen? Na, Hauptsache, ihr besorgt mir Feuer. Das werde ich machen. Ich gehe dann mal eben zum Wagen, klopf da kurz an. John? Ja. Da willst du ja. Wagen anklopfen? Ich meine, wenn ihr mir Feuer besorgt, kann ich auch ein Feuerelementar beschwören. Dann können wir auch damit rumspielen. Ist mir egal. Kollege, irgendwie stirbt dieser Untote. Endgültig. Ja, öffnet sich. Ja, was? Hallo? Ja. Haben Sie zufällig Feuersteine oder irgendeine Feuerquelle bei sich? Hä? Warum? Ich? Ja gut, ja. Aber... Können wir bald weiter? Ja, wir wollen nur eine Leiche entsorgen. Ach, du meinst die eine da, die schon die ganze Zeit da rumliegt, oder was? Ja, wird auch wir Zeit. Wir wollen nur vorsichtig sie verbrennen, bevor sie auch wieder aufersteht. Hä? Ja. Glauben Sie mir ruhig. Es ist besser, zu Ihrer Sicherheit und zu unseren. Wir wollen doch nicht, dass das Ding uns verfolgt. Was auch immer. Ich müsste eigentlich jetzt hier nochmal über Regenprobe machen eigentlich. Nein, er ist schon relativ eingeschüchtert. Also was genau braucht ihr? Einfach etwas, um Feuer zu machen. Ja, und da gibt ihr dir dann auch die nötigen... Utensilien, sag einfach. Er gibt uns einen Flammenwerfer. Schön wär's. Rennt gut dann nur noch mit Flammenwerfer durch die Gegend. Ganz einfach, er soll mir die fucking Feuersteine geben. Ich gehe jetzt. Bei Hellgate London. Ich gehe zu. Gary, jetzt einfach bitte mit Feuerstein. Bitte sag's einfach. Gurtag. Ja. Gurtag. Ja, ich nehme die Feuersteine dir aus der Hand und sammle ein bisschen Reisig zusammen und zünd das Vieh an. Oder müssen wir da auch noch eine Probe machen? Probe fürs Feuer entzünden. Oh, du hast dich selbst angezündet. Ja. Naja. Ja, hier. Der Bart brennt. Hier, ich werde jetzt auf Geschicklichkeit jetzt basieren. Wieso auf Geschicklichkeit? Mhm.
Ja. Ja, okay. Wie du die Feuersteine so aneinander reibst, kann ich eher Fingerfertigkeit. Ja, erstens wäre das wohl eher ein Handwerk kochen oder sowas als sonst was anderes, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Stimmt, jeder sollte, das müsste ich dann eigentlich auch ganz können. Ehrlich, wer kein Feuer machen kann in dieser Welt, der sollte eigentlich nicht weiterleben. Oh. Das ist die einzige Methode, wie du hier Feuer machen Gary, kannst mit zwei Steinen, die du aneinander hackst oder zu. Gary, kurz Information. Du wolltest Feuer machen und hast nichts dabei gehabt, außer deiner Magie. Ja, man sollte nicht im Glashaus sein, ohne die Steine zu werfen, oder? Das hast du irgendwie falsch verstanden, weil so funktioniert das. Aber ist egal. Wie gesagt, ich kann es einfacher machen, allerdings verballere ich da eben ein Drittel meiner Magie. Und zünde wahrscheinlich einen von euch mit an, was mich nicht viel stört, aber euch. Zünde das Vieh doch jetzt einfach an. Muss ich was würfeln oder nicht? Ja, mach nur. Fingerfertigkeit oder was denn? Ja, ich habe auch Fingerfertigkeit mit am ehesten. Ja. Ist okay, genau. Fingerfertigkeit ist bei mir ziemlich hoch. Ja, also. Okay. Hardcore dann. Das Feuer ist innerhalb von Millisekunden. Gott, da kann Feuer machen. Und ich mache einen guten Wurf, ich mache direkt mehrere auf dem Vieh, damit es schneller anfängt zu brennen. Natürlich. Okay. Es muss schnell verenden, es muss schnell jetzt am Ende sein. Und die Kleidung sollte ja relativ gut brennen auch. Und wenn während es richtig brennt, schaue ich nochmal da drauf und sage, jetzt können wir weiterziehen. Geht's euch jetzt besser? Sumo sei gepriesen. Mir geht es besser. Wow. Mir ist jetzt allen besser. Lass uns weiterfahren, lieber Fall. Bläb. Yeah. Jetzt komm ich schon mit der Bahn, alles klar. Und haltet die Augen offen, hier läuft irgendwo noch ein Untoter herum. Sekunde, was? Ja, wobei wir wissen, es waren zwei. Und diese arme Gestalt hier ist von dem wahrscheinlich zu einem Untoten gemacht worden, indem er ihn getötet hat. Vielleicht ist dieser aber auch schon auf dem Weg zum Schloss eben. Und ist früher aufgewacht. Wir werden auf dem Weg wahrscheinlich noch auf jemanden treffen. Oder ins nächste Dorf, ja. Seid ihr endlich mal fertig da vorne? Lass uns lieber gehen. Unser Elf scheißt sich noch in die Hose. Ja, das fürchte ich auch. Los, ja, weiter. Gut. Achtet auf weitere Untote, hier wird noch einiges rumlaufen. Ja, Lilina würde auf jeden Fall genau hinhorchen jetzt. Und alle Auffälligkeiten mitteilen. Wir sollten vielleicht auch einen Zahn zulegen. Während der Untote anfängt zu brennen, saß Nivis übrigens daneben und hat mit dem mit der Rute gewackelt. Sie fand das sehr erquickend. Ja. Glaube ich gern. Okay. Sie ist auch eine Dienerin Sumo, sie fühlt sich dabei gut. Sumo gedient. Okay. Ich sage ja, sie hat auch ein bisschen Special Sachen. Sehr gut. Ja. Eine kindliche Freude daran, Untote zu verbrennen. Ich hätte das gerne als Sonderfertigkeit oder sowas oder als Vorteil oder so. Irgendwie muss das im Charakter stehen. Oh. Dann schreibe ich ins Bio. Wie ist es denn um die momentane Uhrzeit eigentlich bestellt, mal so nebenbei? Schon relativ, Nachmittag, schon ein bisschen abends. So spät dürfte es noch nicht sein. Nee, oder? Wir haben jetzt doch ziemlich lange gebraucht für alles. Ja. Ja, okay. Hat schon ein bisschen hingezogen. Schon, ne? Auf jeden Fall, sobald anfängt, dass die Sonne untergeht, zieht sich Lina auch die Kapuze sehr tief ins Gesicht. Und ich denke, wir werden beim nächsten Mal darauf eingehen, warum. Ja. Das auch und, Kommen wir denn noch in Torsin an? Ihr seid kurz davor. Ihr seid kurz davor, weil ich würde an dieser Stelle gerne einen Cut machen. Aber wir wollen irgendwo für nächtigen. Heute. Willkommen zurück zum MindRPG. Ja, Freunde, das immer wieder. Das zweite Abenteuer. Die zweite Session für uns. Einige Parts wieder für euch. Mal gucken, was heute so passiert. Aber bevor wir uns um das heute beschäftigen, möchte ich erstmal alle grüßen, die da sind. Es sind wieder alle da, nämlich der gute Gurtag. Hallo, Garoshem. Ion. Seid gegrüßt. Rulfan. Willkommen. Valla. Hallöchen. Und Lilina. Huhu. Ja, das immer und immer noch auf dem Weg zu Schloss Stropanov. Es ist noch ein gutes Stück bis dahin.
Aber was haben wir denn das letzte Mal in der Session so alles erlebt? Wer möchte sich denn eine kleine Zusammenfassung zutrauen? Also, ich weiß ganz genau, Moment, ich fange mal an. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Schloss Stromanov? Irgendein russischer Name. Strobanov. So. Klingt russisch, egal. So. sind wir jetzt auf dem Weg. Wir haben uns dann... Schnabel, ihr bitte. Danke. Wir haben uns dann auch so ein bisschen unterhalten. Untereinander. So ein bisschen Infos ausgetauscht und so alles. Dabei sind wir mitten auf dem Weg einer Leiche irgendwie begegnet oder so, meine ich jetzt. Genau. Und dann hatten wir uns aufgeteilt. Einmal welche, die zum einen also irgendwie den Schleifspuren oder was auch immer war, gefolgt sind. Während die andere Gruppe halt eben den... Wie hieß der Kerl jetzt schon wieder? Verdammt! Gary, wie hieß er nochmal? Ich bin gerade was anderes am machen, sorry, was? Der Auftragsgeber, der hieß Ugo Strobanov. Nein, das war, meintest du den Auftragsgeber vom wegen dem Schloss oder meinst du den Auftragsgeber von Rolfan? Ja, das war Ugo Strobanov, doch, ja. Genau. Zwei haben dann halt den bewacht, während die jetzt die eine Gruppe, die zu dem Friedhof gegangen ist, die haben den Friedhof untersucht und dabei irgendwie ein Grab auch genau untersucht, wenn ich jetzt noch richtig liege. Das ist jetzt so ein bisschen grau, also da bin ich jetzt ein bisschen unsicher. Ich weiß nur, dass jetzt mein Charakter, Valla, halt eben den Stromanov ein bisschen mal so ausgefragt hat und dabei so ein paar interessante Sachen herausgefunden hat, beispielsweise über Namema mal wieder, die nichtsnutze Frau, dass die mit dem Besitzer des Schlosses irgendwie zusammen gewesen war, aber sich die dann irgendwie getrennt haben. Sie waren Ehepaar. Ehepaar. Genau. Danke dir, Gary. Und die sich ja irgendwie getrennt haben oder was auch immer. Und ja, jetzt, da der Bruder irgendwie verschwunden oder verstorben ist, ich weiß nicht mehr, war jetzt verschwunden oder verstorben, ach egal, gehört ja jetzt unseren Stromanov hier, das ganze Schloss und ja, jetzt sind wir auf dem Weg dorthin. Dabei haben wir auch noch erfahren, dass vielleicht irgendwelche Fallen oder so noch vielleicht aktiv da sind oder was auch immer. So gehen gerade momentan mysteriöse Dinge umher. Das ist jetzt eine kleine Zusammenfassung, sorry, ich habe auch nicht mal alles im Schädel. Ja, vor allem, wir waren kein Grab beschauen, sondern wir haben einen Zombie praktisch. Ah, genau. Zombie haben die auch versucht, noch zu schlachten. Da waren wir dann praktisch auf dem Friedhof, auf dem wir dann halt nur Gräber gefunden haben und leider keine Zombies, oder Nekromanten, wie wir es vermutet hatten. Und ja, dann haben wir eher gemerkt, dass der Zombie, den wir gefunden hatten, eigentlich von dort kam und nicht dort halt einfach aus dem Grab gestiegen ist und dort kein Zirkel von Nekromanten ist, sondern die woanders hin wollen und aus irgendeinem Grunde lebendig wurden. Ungefähr so. Dabei habe ich mein Speer verloren. Oh. Ja, Speere und Stäbe überleben irgendwie nicht lange in diesem... Obwohl ich sagen muss, das war schon episch. Das wollte ich eigentlich auslassen, damit nicht alte Wunden weiter geöffnet werden. Jetzt tut er so, ne? Ja, ja. Was denn? Ich versuche hier wenigstens ein bisschen lieb zu sein, während den Aufnahmen. Ja. Oh, war das nicht ganz so lieb, aber ist okay. Er sagt dir auch während der Aufnahme. Ja. Siehste, ich versuche es. Ja, dann war das die Zusammenfassung. Oder haben wir was vergessen, John? Ja, wir haben was vergessen. Und zwar haben wir noch erfahren, dass der werte Ugo Strobanov wohl Diebesgut in seiner Fracht hat. Sein verstorbener Bruder hatte da was aus der Akademie von Festum geklaut gehabt und ja, Urgo hat Rulfan vor Besuch gewarnt und es wäre ihm schon wichtig, dass sein ganzes Hab und Gut am Schloss ankommt. Und ja, da habe ich auch die anderen dumm gebeten, da aufzupassen, falls jemand vorbeikommt. Mhm. Und ich glaube, Ion kann noch was erzählen. Ja, der
während sich die Gruppe so aufgeteilt hat, die einen ja so Richtung diesen Friedhof oder was das war und die anderen ja noch so ein bisschen bei diesem Wagen und Strobanov blieben, ja, beziehungsweise Aion war das ja und Valla, hat Aion mal wieder so ein bisschen, eine, ich sag mal, Begegnung einer etwas anderen Art mal wieder gehabt. Nämlich eine Art Geistermädchen, was ihm wieder erschienen ist, was auch sehr, unheimlich aussah und ja auch eine Puppe bei sich trug. Und sie hat ja auch uns dann davor gewarnt, ja, dass sich irgendetwas Böses, glaube ich, auf den Friedhof befinden würde. Und dass die anscheinend auch ziemlich böse Dinge widerfahren sind, womit wir natürlich jetzt noch nicht so viel anfangen können, aber vielleicht wird sich das noch etwas genauer zeigen. Mhm. Genau. Ja, und so viel haben wir erlebt das letzte Mal und jetzt seid ihr, wenn ich mich nicht irre, auch wieder da zusammen auf eurem Weg, oder? Wir sind auf dem Weg in das eine Dorf. Genau. Zusammen. Genau. Ihr wolltet in welches? Ich glaube in. Warte mal, wir haben ja hier. Ihr seht ja die Karte, oder? Moment. Doch, rechts die. Sehen wir doch. Oh Gott. Ich glaube, wir wollten nach Thorfinn, oder? Ah ja. Ich glaube auch, ja. Ursprünglich nach Ebrin, aber es ging sich halt nicht aus. Von daher Thorfinn. Wo wir jetzt hin wollten, ja. Was hatten wir da gesagt? Hatten wir gesagt, das wäre eine Zombie-Stadt dann, oder wie? Ja. Ja. Ja, stimmt. Also, genau, weil er vermutet, weil wir schon den einen Zombie in die Richtung haben laufen sehen und who knows, ne? Es gibt eine Menge Friedhöfe. Leute sterben. Es sind sehr viele Leute immer. Schauen wir mal. Es ist ja auch schon Abenddämmerung, als ihr zu den Stadttoren von Thorsin gelangt. Wobei es eine sehr kleine Stadt. Und ja, die Tore sind noch offen. Die sind offen? Ja. Und bewacht. Ah, immerhin bewacht, okay. Hast schon gedacht. Aber trotzdem müssen die Tore eigentlich zu sein, auch wenn sie bewacht sind, weil du ja eigentlich nicht jeden einfach reinlässt in so eine Stadt. Ja, normal vielleicht schon. Okay, sind die. Aber in dem Fall sind sie offen. Sind sehr gut bewacht von zwei schon etwas älteren Wachen. Das erklärt's. They don't care. Wir sind jetzt eh bald vorbei. Oh, zum Gruß, ihr Wanderer. Oh, wie sieht's aus? Lasst ihr uns rein? Gewiss. Braucht wohl einen Unterschlupf, hä? Wenn die wüssten, was wir alles erlebt haben. So. Gab es hier irgendwelche ungewöhnlichen Vorfälle? Vorfälle? Naja. Und die eine Wache stupst den so ein bisschen an. Nichts, was euch interessieren würde. Kurz Frage, ich habe mal so ein Auge drauf gerichtet. Also kann ich das so ein bisschen so das Augenmerk auf die zwei Wachen, dass da mir ein bisschen seltsam kommt. Menschenkenntnis? Gott, eine Sekunde, jetzt muss ich mich ja suchen. Er kann Gurtak auch machen, weil er direkt mit denen gesprochen hat. Läuft, würde ich sagen. Läuft exakt, aber es läuft. Okay, warten wir noch auf Valla. Unter Talente Gesellschaft. Geht doch. Ja, ihr habt beide den Eindruck, was ja eh schon relativ offensichtlich war, dass da, dass er über eine gewisse Sache wohl nicht reden will. Oder soll, je nachdem. Ich gehe mal kurz ein bisschen zu Gurtak und sag mal leise, sag mal, wollen wir da noch nachhaken? Ich schaue nicht mal zu Valla, sondern sag eher, nun uns interessiert aber viel. Was meinen Sie? Überreden.
Ah, damn, ich hätte doch skillen sollen. Das mache ich das gleich mit überreden. Ne, überreden bin ich gut drin. Trotzdem hätte ich skillen sollen. Hat genau gepasst, also ich meine, ein gutes Pferd und so, ne? Gut, dann muss ich wenigstens ran. Oh, Entschuldigung, es heißt bei uns, ein guter Zwerg springt nicht höher, als er muss. Ach, naja. Und jetzt eine Menschenkenntnis plus 5? Okay. Da will es aber einer wissen hier. Nix. Ja, aber immerhin sagt er mal mit Erleichterung oder Schweren, das ist schon mal gut. Schon mal ein Fortschritt. Ja, das ist klar, dass das nichts wird. Niemals. Er fährt fort. Ach, naja. Nee, du hast dich ja. Obwohl, du hörst ja zu. Ja, du kannst. Ja, mach mal, ja. Daneben, ja. Plus 5 sagst du, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich ist er jetzt hinter einem Vorhang verschwunden und deswegen sieht man so schlecht. Okay. War so klar. Ja, plus 5. Ja, ist ja auch nicht einfach. Er sagt aber noch, naja, wir hatten jüngst einen sehr unschönen Todesfall hier in der Gemeinde. Es war ein kleines Kind und das, ja, wir sind ja alle noch etwas betrübt deswegen, aber nun, was, wie schon gesagt, fühlt euch trotzdem willkommen hier. Ah, da ist er wieder. Ah, wieder da? Ah, wir denken uns wieder. Schon, wir denken uns schon, die Wache hat ein Herzinfarkt. Mein... Wir freuen uns, dass wir jetzt plündern können. Das war wieder der klassische Minutenausfall. Also, ganz ehrlich, ich dachte echt, Tag. Du machst jetzt einen auf Ritter der Kokosnuss. Die Wache leidet plötzlich an Herzinfarkt. Ich glaube, ich muss hier auch rejoin. Den müsste ich auch nochmal gucken, den Film. Ich hab dir noch bald, ich hab dir noch hier, ja. Der DVD ist die Special Edition. Ah, alles, was ich noch weiß, ist mit der Fleischwunde. Das war auch alles. Ah, die Fleisch, der schwarze Ritter. Ja, das ist auch der einzige Stelle, die ich mir merken konnte. Ich kann mir fast jede Scheißstelle da merken. Zum Beispiel der Ritter, der exakt 10 Minuten braucht, bis er zum Schloss kommt. Der eine Ritter, der doch... ja, Lenzo. Oder was war das noch? Gott, Aber zuerst hätte den größte und mächtigste Eiche. Oh Gott. Diesen Hering. Die Ritter, die niemals nie sagen. Yay. So, das heißt, der Aufnahme geht's gut? Die ist, super, ja, OPS. Haben wir uns schon mal gemacht. Nachricht. Nee. Der Rechner ist ja schon. Ja, aber war die erste Kurze Frage. Die Wache hat also keinen plötzlichen Herzinfarkt erlitten, oder? Also es hat genau für euch da gestoppt, wo eigentlich die Antwort genau. Kommt. Ja, okay. Weil die Wache hat einen Herzinfarkt erleidet und wir können einfach rein. Ja, wir haben eigentlich nur gewartet. Auf mich. Oh, Wache tot, naja. Aber für mich war es auch lustig. Ich habe die Antwort gegeben und gedacht, oh Gott, das ist alles so geschockt, weil nichts kommt. Ja. Ja, wir sind entrüstet. So schlimm war das auch nicht, aber okay. Wir sind entrüstet und wir können jetzt nicht mehr weitermachen. Heißt das, man hört jetzt nur dich in der Aufnahme, gell? Das heißt, unsere Verschwörungstheorie hast du gar nicht mitbekommen. Das finde ich gut. Oh. Also der plötzliche Herzinfarkt ist noch nicht drin. Schade. Er ist nur kurz eingeschlafen. Oh. Ne? Weil er wollte schon brandschatzen durch die Stadt gehen hier. Ja, bis dahin wird die Stadt schon dreimal geplündert, bis er wieder aufwacht. Ja. Das wär's eigentlich. So eine Wache, die immer hier erst redet und dann auf einmal. Wachen Sie auf! So eine Wache, ne? Beste Wache. Und, nee, besser. Eine Wache, die immer einpennt und dann noch mit Alzheimer noch gesegnet ist. Aber deshalb haben die auch die Tore offen stehen. Also die haben auch schon gedacht, wir zahlen den Idioten noch Geld, dann ist auch scheißegal, wenn der Tor offen ist. Das hilft eh nicht mehr. Das hat eine Verschwörungstheorie hier. Die Stadt ist sicher entweder viel zu reich, um ihr gut zu tun, oder einfach so hohl, dass sie die Zombie-Apokalypse nicht mehr bemerken würde, wenn sie vor der Tür stehen. Klar, die Tür ist auch offen. Ja. Ich mein, läuft. Also, lass mal einfach rein. Ja, ja. Sehen nach sehr. Reden sehr halt nicht viel, Männern außen. So verwesender Zombie. Wollen wir jetzt mal weitermachen? Oder. Ich will nur so mal nur nachhaken, was ich meine. Unsinn.
So, okay, also, ja, willkommen zurück. Wir hatten einen kleinen Aussetzer. Vielleicht vergesse ich es auch rauszukatten, dann habt ihr jetzt richtig viel Spaß gehabt. Das war ein geiler Aussetzer. Die Wache hat plötzlich einen Herzinfarkt erlitten, ganz einfach. Ja, in Anführungszeichen, er vergisst es rauszukatten. Ja, ja. Wir befinden uns jetzt in einer Realität. Nee, aber kommen wir jetzt wieder zurück. Also, ihr habt ja beide die zweite Menschenkenntnisprobe nicht geschafft. Allerdings fahrt er jetzt fort. Wir sind alle hier ein bisschen betrübt, weil wegen eines Totenfalls vorgestern ein junges Mädchen, traurige Geschichte, der arme Ottrick und seine Frau. Aber, ja, wie ich schon sagte, ist er für euch jetzt nicht weit davon belang. Fühlt euch trotzdem willkommen hier. Nun, guter Mann, wir sind Abenteurer und wir könnten ein bisschen Arbeit gebrauchen. Können Sie uns in die Richtung weisen? Vielleicht können wir dem da helfen oder was aufklären, sagt der grummelige Zwerg. Aufklären? ich wüsste nicht, was ihr da aufklären wollt, aber den guten Ortrick werdet ihr bestimmt in unserer Taverne finden. Ihr könnt ihn ja mal fragen, aber geht sachte mit ihr rum, er trauert sehr. Dann wäre es sehr freundlich, wenn sie uns den Weg in die Taverne deuten würden. Nicht zu verfehlen, es ist die einzige hier in der Stadt. Immer dem Lärm nach, könnte man sagen. kleiner Spaß. Einfach weiter des Weges und den nächsten Weg rechts. Ihr werdet sie schon sehen. Vielen Dank, Herr Wachmann. Welche Tragödie. Hab Dank. Nun, dann werden wir uns mal wieder auf Reisen begeben. Noch ein... Interessantes Bewachen dieses wunderschönen Tores. Okay, gehen einfach weiter. Ja, ihr schlendert durch das Tor. Das es sieht nach einer doch sehr altbackenen Stadt aus. Es ist eher ein großes Dorf, könnte man sagen. Sieht auch relativ ärmlich aus, so eure ersten Blicke. Perwin sah da doch deutlich wohlhabender aus. Gott. Wenn Perwin schon wohlhabender war, dann haben wir hier gar keine Schnitte. Also können wir es hier vergessen, wenn wir das Zeug abziehen. Ja, Leib Brot und ein Stück Wurst, dankeschön. Während ihr so auf dem Weg seid zu der Taverne, könnt ihr auch gerne ein bisschen euch unterhalten, wenn ihr wollt. Gurtag hat immer noch Blessuren vom Flug und dem, vor allem weder dem, also nicht unbedingt dem Flug, sondern eher dem Aufprall mit dem Gesicht im Schlamm und im Dreck. Also wird er eher weniger Lust haben zu reden. Seid ihr euch sicher, dass ich euch nicht helfen soll, Herr Zwerg? Ja, es sind nur ein paar Kratzer. Macht euch keine Gedanken. Okay. Mich interessiert mehr dieser Todesfall. Nun, von dem, was wir gesehen haben auf dem Weg hierhin, sollten wir vielleicht wirklich mal nachschauen. Da gebe ich euch recht, Herrn Zwerg. Nicht, dass nochmal so ein wandelnder Massenmörder schon wieder hier rumläuft. Ja, und vielleicht kriegen wir noch die ein oder andere Münze. Unsere Taschen könnten es brauchen. Ja, ich ganz besonders. Ich bin der, der Proviant aufpasst, oder? Nur mal so als Nebenfrage. War doch so. Ich glaube schon, ja. Jemand anders übernommen. Stimmt, du hast es notiert. Nee, du hast unser Proviant. Okay, 38 durch 5 gleich 7 Tage habe ich hier stehen. Wie viel Rationen haben wir verbraucht? Wir hatten einen Tag, glaube ich, nur auf der Strecke gehabt, oder? Also wir haben einen Tag gebraucht, um hinzukommen, oder? Das war doch das. Ich meine auch, ja. Ich höre gar nichts, John. Du bist sehr Robo. Ja, ich sehe es schon wieder. Ich hatte gerade auch mit Jojo gehabt. Also irgendwie ist diese Aufnahme ein bisschen. Das ging bei mir aber. Ich sehe es öfters bei Discord. Das Sprachquali. Wir verstehen gar nichts. Leider nein. Vielleicht sollten wir nochmal aus dem Channel gehen und wieder reingehen. Also alle mal raus und wieder rein. Ja, vielleicht nochmal neu starten alle. Ja.
Und jetzt? Hallo. Hallo. Ah, hört sich gut an. Also ja, irgendwie... Momentan ist grün, aber ich beobachte schon öfters, dass es oft auf rot umschwappt. Ja, bei mir auch. Bei Discord. Ja, bei mir hatte ich zwar das heute kurz auch gehabt, aber da war eher mehr Irrgummäßig gerade jetzt ein kurz. Ja, das ist ja normal, dass du die anderen nur so aber das hörst, ist dann trotzdem heute irgendwie schon erst ein Internetausfall und jetzt das. Also es wird heute nicht ein langer Abend, wenn das so weitergeht. Ja, mal gucken, ob sie es nochmal einkriegt. Wir sind gerade auf EOS Central 203 auf dem Server und momentan sieht der Ping gut aus. Also der Server ist schon mal richtig. Also vielleicht sind die nur ein bisschen überlastet, das könnte halt sein, ne? Du klangst jetzt auch normal, Juni. Dann sagt den Monster Hunter Spielern, die sollen den Server verlassen, so. Das sagt der Richtige, ne? Ich spiele ja jetzt nicht, also bitte! Aber Marc vielleicht. Nee. Nein, auch nicht. Da wollte ich einmal was sagen und dann darf ich nicht. Oh, dann sag jetzt doch mal. Speech blocked von Discord. Karma. Naja, vielleicht klappt's ja jetzt. Dann bitte. Sieht auf jeden Fall gut an. Hoffen wir. Ja, bis jetzt siehst du grün. Okay, probieren wir es nochmal. Ja, willkommen zurück. Wo waren wir jetzt? ach ja, ihr seid ja, genau, ihr hattet gerade Gespräche. Oder? Ja, genau. Wir waren ja auf dem Weg zur Taverne und haben uns jetzt gerade noch ein bisschen unterhalten. Okay. Ich hatte gerade irgendwas von Massenmörder gesagt und dann hatten wir das kurze Problem. Mhm. Und Jojo wollte irgendwas sagen. Willst du jetzt noch was sagen oder nicht? Moment, was war's? Ja, genau. Ich wollte mich der Walle so ein bisschen zuwenden und bin halt auch noch so in Gedanken versunken wegen dem, was natürlich vorhin passiert ist. Und ich murmel halt so ein bisschen mich rein, so, ob dieses Mädchen dasselbe war, was ich im Wald getroffen habe? Hm? Was meinst du damit? Na, als wir zurückgeblieben sind und ihr ja mit, Ja, das musst du nicht erzählen jetzt, ja? Jedenfalls, ich habe da ein Mädchen getroffen. Ich glaube, ich habe das letztes Mal gar nicht mehr so groß ausführen können. Was meint es wäre krank gewesen, ich weiß nicht, das schien schon wieder so eine geisterhafte Erscheinung gewesen zu sein. Schon wieder? Das wird langsam wirklich anstrengend mit euch, Aeon. Naja, vielleicht ist diesmal auch etwas Gutes dran. Vielleicht können wir das auch ein bisschen diesmal ausnutzen, nicht wie beim letzten Mal. Na, ich weiß jedenfalls nicht, wie es euch geht, aber bevor ich dem auf den Grund gehen möchte, was es mit diesem Mädchen vielleicht auf sich hat und auch diesen traurigen Todesfall, freue ich mich erstmal auf ein gemütliches, warmes Bett in der Taverne. Oh ja, ich bin auch sehr erschöpft, ehrlich gesagt. Also, wie war das jetzt? Wie viele Tage sind wir am Reisen gewesen? Das wollte ich fragen, genau. Wegen dem. Also ich denke, dass ihr eine Ration euch abziehen könnt und bei einem Tag wart ihr ja definitiv unterwegs. Ja. Deswegen, ja, 5 abziehen. Gut, ihr könntet jetzt natürlich in der Taverne dennoch essen und trinken, wie ihr wollt. Bevor wir aber zumindest können wir unsere Vorräte aufstocken. Das auf jeden Fall. Bevor wir aber ankommen, möchte ich noch ein Wort an den Herrn Ugo Strobanov wenden. Ich rufe mal die ganze Zeit mehr an seiner Seite. Und ja. Ja, wendet jetzt einfach mal das Wort an ihn. Mein Herr, wie sieht das nun eigentlich aus? Wollt ihr eure Ware des Nachts von uns bewachen lassen? Oder? Ja, ich kenne mich hier nicht wirklich aus. Ich meine, es gibt hier ein Einzelzimmer in dieser Taverne. Und wäre schon gut, wenn man vielleicht ein Auge drauf hat, weil er schaut sich so um. Mir gefällt's hier irgendwie nicht. Nun ja, ich kenne mich in der Gegend leider auch nicht sonderlich gut aus. Aber da ihr eh schon unerwünschten Besuch erwartet, wäre es vielleicht nicht verkehrt. Gut. Ja, wobei ich nicht glaube, dass wir den Besuch hier schon antreffen. Vielleicht erst im Schloss, aber sicher kann man sich ja nicht sein, nicht wahr? Ja, wir sollten aufpassen, ja.
Gut, dann werde ich mich mit meinen Partnern absprechen, wer von uns die Wachen übernehmen wird. Hab Dank, ihr wisst ja, der Extralohn wird euch gehören. John, wie ist das eigentlich? Sind viele Leute gerade unterwegs und werden wir beobachtet oder irgendwie komisch beäugt oder ignoriert ihr? Es ist gerade sehr wenig los. Ihr seht vereinzelt mal ein paar Leute, die euch jetzt nicht sonderlich groß beachten. Anscheinend sind ja öfters really? Ja, Leute hier in der Durchreise. Bei unserer Gruppe? Ich meine, ist ja keine sehr hübsches junges Gruppe. Menschenmädchen. Ich glaube, war Rulfa nicht auch noch hübsch? Ich weiß es nicht. Nee, Aeon, ein wunderschöner Elf. Ich meine, der Hühne mit den wallenden, wehenden Haar, der ist glatt schwarz und immer noch eine Aura war. Um sich. Der komische Zwerg mit dem Monsterwolf. und Ulla, die halbnackt rumläuft. Auch wunderbar. Ein Typ auf dem Karren mit einem Ochsen oder einem Pferd davor. Wirklich? Das soll hier normal sein? Ja. Ja, normal jetzt vielleicht nicht, aber trotzdem wird euch gerade relativ wenig Beachtung geschenkt. Okay. Ja. Ist auch alle die ja, ihr seht, okay, Zombie-Stadt. Zombie-Stadt, vorbei. Nimm's bitte einfach hin. Es sind schon Zombies, es ist vorbei. Wir werden alle sterben. Rennen alle nur noch letarisch auf die Strafen. Das sagen wir jedes Mal, also, und wir überleben es noch. Außer, dass hinter uns ein Trupp Dämonen herrennt, können wir eigentlich nicht viel mehr aufmerksamkeitserregend sein. Ja, Lilina blickt sich nämlich sehr neugierig halt um, und wenn irgendwas auffällig ist, dann, ja. Also soll ich Sinnesschärfe oder irgendwas machen, oder? Kannst du gerne machen, ja.